Heute geht es um Maulwürfe. Und zwar um einen ganz speziellen Maulwurf, nämlich Hans Maulwurf, den Maulwurf. Und der Spitzname passt zu diesem Menschen sehr, sehr gut. Ihr kennt ihn vielleicht auch als Boss Aro. Boss Aro, Berlin Crime! So wie es gehört, das richtige Rap! Und nicht eure Schwittelkacke, Echos und Tomex! Auf euch ist geschissen, ihr ranzigen Stade! Wir scheißen auf amerikanischen Schwittelrap! Wir sind richtiger Rap, Berlin Crime Entertainment! Alles ist richtig on top, Berlin Crime, Boss, Aro, Action Time, Hero, Rap von der härtesten Sorte, es wird nur geflucht, scheiß auf die Welt, scheiß auf alle Bastarde, scheiß auf andere f***te Hühner, Tussis, Schwuchten, ihr rappt wie Mädchen, auf euch ist gekackt, ihr Wichser, ihr verschissenen Schwuchteln, ihr kotzt mich schon lange an. Was denkt ihr überhaupt, wer ihr seid, Alter? Oder der Messerstecher von Berlin. Oder Berlin Crime Member. Und der Typ hat einiges auf dem Kerbholz, seit ja fast 120 Tagen aktiv auf Social Media am Hetzen und Beleidigen und Lügen und rassistisch sein. Da kommen wir gleich zu. Oder er bedroht Influencer wie Aggressionsprobleme. Kommen wir auch gleich zu. Oder aber er findet halt sein liebstes Hobby ganz toll, nämlich Tunnel finden im Gazastreifen und schlachtet das dann propagandistisch aus, obwohl er eigentlich lügt. Und natürlich Sprachrohr deutscher Leitmedien wie dem ZDF. Nur beim ZDF gibt es auch Moderatoren, die sich nicht verarschen lassen und die unseren Hans Maulwurf sehr auflaufen lassen. Auch das werden wir heute nochmal durchgehen. Also bleibt gespannt. Viel Spaß mit dem Video. Hans Maulwurf hat seinen Namen wirklich alle Ehre gemacht und verdient ihn auch, denn ihr werdet ihn gleich in Aktion sehen und dann müsst ihr mal genau hinhören, was dieser gute Mann da eigentlich zu sagen hat, denn Hans Maulwurf möchte euch hier einen Terrortunnel zeigen und hat auch schon ganz spezifische Ahnung, was dieser Tunnel an Tiefe, Breite und vor allem auch an Möglichkeiten bietet. Und dann hört euch mal an, was er aber eigentlich zu dem Tunnel danach noch sagt, indem er sich direkt widerspricht. Das ist grandios. Wir befinden uns hier ungefähr 400 Meter von der Grenze zu Israel, auf der Seite des Gazastreifens, am Eingang zu einem Terrortunnel. Und wie ihr sehen könnt, den haben wir vor kurzem entdeckt, erst seit 2 Wochen ausgegraben. Und ihr könnt hier kurz mit mir reingehen in diesen Tunnel. Zumindest den Eingang euch angucken. Der geht ca. 50 Meter tief und er geht ungefähr 4 Kilometer weit. Es ist ein Spinnennetz an Terrorsystem. So, habt ihr gehört, was der Mann gesagt hat? Hans Maulwurf? Die sind 50 Meter tief und mehrere Kilometer weit. Und jetzt hört mal zu, was er sagt. Wir gehen ganz kurz rein. Ihr seht, hier sind auch Spezialkommando der israelischen Armee, die uns hier sichern. Weil wir natürlich noch nicht zu tief in diesen Tunnel gehen können, weil wir nicht wissen, was uns dort auch teilweise noch erwarten könnte, bevor wir diesen ganzen Tunnelsystem, dieses System nicht sichergestellt haben. Hans Maulwurf weiß, dass der Kilometer weit spinnennetzartig sich erstreckt. Hans Maulwurf weiß, dass er 50 Meter in die Tiefe geht. Hans Maulwurf wird auch gleich noch was von Ventilation und sowas erzählen. Aber sagt dann, wir können nicht weiter reingehen, weil wir noch nicht wissen, was uns da erwartet. Wie habt ihr denn dann rausgefunden, dass das Ding 4 Kilometer weit spinnennetzartig sich verteilt? Woher wisst ihr, dass der 50 Meter tief ist? Also, das passt überhaupt nicht zusammen, leider. Tut mir wirklich leid, so ernst das Thema ist, ist eigentlich zum Lachen. Weil er labert nur Scheiße. Man hat hier Gefängniszellen, man hat hier Strom, man hat hier Ventilation, man hat hier Kommunikation. Also Ventilation, Kommunikation, Gefängnisse und all so ein Kram. Aber du hast doch gerade das gesagt. Weil wir nicht wissen, was uns dort auch teilweise noch erwarten könnte, bevor wir diesen ganzen Tunnelsystem, dieses System nicht sichergestellt haben. Das klingt irgendwie extrem unglaubwürdig. Wir wissen, 50 Meter tief, kilometerweit spinnennetzartig verteilt, Knast, Strom, Kommunikation, Ventilation. Aber wir müssen erst rausfinden, was uns da so erwartet, weil wir waren noch nicht drin. Um nochmal zu untermauern, dass da nicht immer mit der Wahrheit gearbeitet wird, haben wir hier dieses wunderschöne ZDF-Interview, wo es eine ganz spezielle Szene gibt. Und da danke ich nochmal Maestro dafür, weil der das ja schon mal in seinem Video entsprechend gezeigt. Und wie er sich vor allem verhält, wenn er auffliegt und so ein bisschen in die Ecke gedrängt wird. Denn das ist relativ eindeutig, dass ihm das nicht gefällt.
Sie wissen, Sie kämpften ja nicht zum ersten Mal als israelische Armee gegen die Hamas-Terroristen. Es ist mehrfach schon in der Vergangenheit passiert. Israel weiß auch, irgendwann wird der internationale Druck sehr groß, zumal wenn es viele, viele tote Zivilisten gibt. Sie haben das in der Vergangenheit immer damit begründet, insbesondere auch den Sturm auf das Schifa-Krankenhaus, dass dort unter diesem Krankenhaus das zentrale Hauptquartier in mehreren Ebenen der Hamas zu finden sei. Wir kennen die Computeranimationen der israelischen Armee dazu, Kommandobunker, mehrere Etagen. Jetzt hat Israels Armee ja seit mehreren Tagen dieses Schifa-Krankenhaus unter seiner Kontrolle, unter ihrer Kontrolle. Warum haben Sie dieses Hamas-Hauptquartier bislang nicht gefunden? Naja, zum einen, ich glaube, man versteht nicht ganz, was eine Terrorkommandozentrale bedeutet. Noch einmal, wir reden hier in Sachen Hamas nicht über eine Julius-Leber-Kaserne. Major Schalika, kann es sein, dass Sie das dieses Hauptquartier, das Sie vorher mal beschrieben haben, als eine große Einrichtung, operatives Zentrum aller Hamas-Operationen, kann es sein, dass es das dort gar nicht gibt? Das Gute ist, dass es doch solche Journalisten gibt, denn diese Frage hat ihm, glaube ich, noch niemand gestellt. Und ihr könnt in seinem Gesicht sehen, wie seine Augen tilten, wie er rot anläuft. Und jetzt achtet mal bitte auf seine Reaktion. Also erst einmal, das ist lustig, dass Sie das so sagen, Herr Sievers. Und wir kennen uns seit so vielen Jahren. Er weicht aus. Und er wird auch noch persönlich. Herr Sievers, wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre. Als ob er so mit dem Zeigefinger zeigen wollte, was fällt dir ein, mir so eine Frage zu stellen? Das war nicht abgesprochen. Ja, scheiße, da bist du jetzt mal richtig vor die Wand gelaufen. Ich kenne die Situation hier in Israel und das eine Hauptquartier, wenn es das nur in diesem Krankenhaus gäbe, dann woher werden denn diese 10.000 Raketen geschossen? Das hier ist übrigens der perfekte, beispielhafte Take für einen Strohmann. Denn Sievers hat vorher gefragt, kann es sein, dass es dieses riesige Kommandohauptquartier unter dem Schieferkrankenhaus nicht gibt? Weil da gibt es ja diese riesige Animation. Da stand ja auch dann unten drunter der Text, basierend auf den Informationen des Geheimdienstes und des Militärs soll das so aussehen. Dann sehen wir mehrere Etagen, ganz viele Tunnelsysteme, die untereinander verbunden sind und dann ganz viele Kommandoräume und all so ein Kram. Und das, was er jetzt sagt, ist, ja, wenn es nur diese eine Zentrale geben würde, woher kommen denn die 10.000 Raketen? Das nennt man Strohmann. Denn er argumentiert hier gegen eine Aussage, die gar nicht getätigt worden ist und die es auch gar nicht gibt. Denn dass die Hamas nicht aus ihren Kommandozentralen herausschießt, sollte wohl auch klar sein. Besonders dann nicht, wenn sie unterm Boden sein sollen. Und zwar mehrere Etagen, über 50 Meter tief und Kilometer lang verteilt. Das ist ja eine völlig unsinnige Aussage. Also er ist richtig am Rudern. So, das war jetzt mal so ein bisschen nochmal zur Auffrischung, was denn so bei unserem Hans Maulwurf los ist, dem Pressesprecher des EDF. Das ist aber noch nicht alles. Natürlich hat er auch ein reges Social Life auf Instagram und X und da geht's richtig ab. Bevor wir jetzt in das rege Social Media Life reingehen, möchte ich euch eine Passage zeigen aus dem Tagesspiegel, die über Ariel Schalika alias unseren Hans Maulwurf berichten und erzählen, wie unser Hans Maulwurf denn so damals als Gangmember oder Teil einer Jugendgang so drauf gewesen ist, so um die 17 ungefähr, also fast erwachsen. Dort schreibt der Tagesspiegel, stattdessen geht Schalika nicht mehr ohne Gaspistole, Messer und Schlagring aus dem Haus. Mit 17 sticht er auf einen Türken ein, der seine Freunde von den Kolonieboys angemacht hat. Zu 15 verfolgen sie ihn, schlagen noch auf ihn ein, als er am Boden liegt. Schalika soll ihm den Rest geben. Ich zog mein Messer und stieß es dem Opfer 2 bis 3 Mal in den Oberschenkel und in den Rücken. Erinnert sich Schalika, der Türke überlebt. Schalika wird nicht von der Polizei erwischt. Doch von nun an ist klar, um anerkannt zu werden, würde Schalika töten. Mal davon abgesehen, dass das ein Tötungsversuch ist, wofür er mindestens ein paar Jahre im Knast gesessen hätte, ohne Bewährung, müssen wir uns ja auch mal vor Augen halten, dass er nicht erwischt worden ist, also gar nicht weiß, wie es ist, bestraft zu werden. Und das ist natürlich nicht alles, denn wenn man sich sein heutiges Social-Media-Dasein anguckt und teilweise seine Antworten, seine Art und vor allem, wie er Dinge formuliert, er ist auch noch stolz drauf, was er damals angerichtet hat. Ich möchte euch hier mal ein paar Beispiele aus X zeigen, ehemals Twitter, weil da
wird er ja relativ häufig angefeindet und reagiert auf Nachfragen zu Berlin Crime nämlich folgendermaßen. Stimmt, Kleingangster wird einem beinahe Totschlag, der nicht bestraft worden und verurteilt wurde, nicht gerecht. Du bist ein beinahe Mörder? Oder wie soll man dich hier betiteln? Wie soll man das hier nennen? Weil fahrlässige Tötung wäre das nicht mehr. Das wäre Totschlag gewesen, mindestens. Und ist noch stolz drauf. BC Forever. Und genau der gleiche Typ wird A von der deutschen Presse hofiert, dass er als Experte und Pressesprecher des EDF auftreten darf. Und derselbe Typ mit der regen Vergangenheit labert dann irgendwas von Terror und von Bestien und Bastard und sowas. Really? Ich glaube, du passt sehr gut in diese Reihe dann rein, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Mit 15:1 gegen den Muslim. Das ist ja ungefähr so Hamas-Niveau, ne? Ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst, ehrlich. Aber auch der gute Ariel Scholik hat den gleichen dummen Fehler gemacht wie Tobias Huch auch, denn er hat nämlich alle Menschen in Gaza als Terroristen bezeichnet, indem er mit diesem Posting Hamas gleich Gaza, Gaza gleich Hamas genau das getan hat. Alle Menschen supporten Hamas, alle Menschen sind Terroristen, alle Menschen sind schuldig und alle Menschen haben etwas damit zu tun. Und das ist rassistische Pauschalisierung. Und damit möchte man einfach den Zerstörungskrieg, der gerade in Gaza entfacht worden ist, seit 4 Monaten legitimieren und rechtfertigen. Denn somit kann man ja dann sagen, überall ist Hamas, in jedem Gebäude, jeder Mensch, jedes Kind, jedes Baby, alle sind Hamas. Und dementsprechend ist es ja völlig legitim, alles in Schutt und Asche zu legen. Und deswegen greifen sie ja jetzt auch Rafah an. Und Rafah besteht einfach fast nur noch aus Zeltstadt. Da sind nämlich die ganzen Flüchtlinge und jetzt werden die auch noch angegriffen. Also wer jetzt immer noch behauptet, dass das ein gerechtfertigtes Vorgehen des EDF ist, ist es nicht. Das Vorgehen des EDF ist in keiner Weise gerechtfertigt, denn als das Ganze angefangen hat, nachdem die Hamas über die Grenze gegangen ist, um 1200 Menschen zu töten und Terror nach Israel zu bringen, hat Israel damit angefangen, den Gazastreifen massiv zu bombardieren und hat gesagt, im Norden sei die Hochburg der Hamas. Also geht bitte in den Süden. Also sind Menschen Millionen, ja, also 1 Million und mehr Menschen sind dann in den Süden gegangen, wurden auf dem Weg sowohl von der Hamas als auch von der IDF bombardiert und beschossen. Und jetzt sind sie dann irgendwann in Khan Yunis angekommen. Dann hat man als IDF Khan Yunis in Schutt und Asche gelegt, da ist auch nichts mehr. Und hat gesagt, weil da jetzt die Hamas ist. So, und jetzt sitzen diese ganzen Flüchtlinge, zumindest die, die es geschafft haben, in Rafah fest. Das ist auch der Grenzübertritt nach Ägypten. Und jetzt werden sie auch da beschossen, weil der IDF sagt, ja, die Hamas ist jetzt da. Jetzt mal an die ganzen Menschen, die so von hoch kommen und beim Arie folgen und das gut finden, was die machen. Checkt ihr das nicht, was da passiert? Man versucht, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen rauszudrängen. Und der gute Hans Maulwurf supportet das in Deutschland, indem er eben seine Propaganda macht. Und Tobias Huch supportet das, indem er seine eigene Propaganda weiterträgt. Er nimmt es 1:1, ohne es zu prüfen, und erzählt es weiter. Das macht er bei den Kurden übrigens auch so. Aber das ist ein anderes Thema, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Das ist absolut menschenverachtend. Und wenn dann Leute wie Aggressionsprobleme, also Serhat, dagegen vorgehen und aufklären wollen, dann fängt er an, diese Leute zu bedrohen. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Hier mal ein Ausschnitt dazu. Bist ein richtiges Fangirl von mir, sehe ich. Du bist so krass hängen geblieben. In Wedding hätten wir dich damals an die Leine genommen und dir Anstand beigebracht. Ich versuche herauszufinden, wen ich schicke, um dir eine Umarmung zu geben. Also ihr wisst schon, was damit gemeint ist. Ja, so benimmt sich ein offizieller Pressesprecher des israelischen Militärs, der regelmäßig für Deutschland den Experten macht und über die Lage berichtet und auch mit Annalena Baerbock ein inniges Verhältnis pflegt und führt. Und stattdessen bedroht er dann quasi entgegen seiner eigentlich anzunehmenden Militärethos und Berufsethos und vielleicht sogar des eigenen Anstandes und Respektes wegen das genaue Gegenteil und benimmt sich im Internet eben wie so ein Berlin Crime Member sich halt benehmen würde. Boss Aro, Berlin Crime! So wie es gehört, das richtiger Rap! Und nicht eure Schüttelkacke, Echos und Tomex! Auf euch ist geschissen, ihr ranzigen Stade! Und möchte ihm Leute schicken und sagt vorher noch, er möchte dich an die Leine nehmen. An die Leine nehmen ist deswegen schon problematisch, denn wen nimmt man denn sonst an die Leine? Hunde! Also egal, wie ihr das auslegen wollt,
Das ist Entmenschlichung und auch eine Bedrohung. Denn Leute an die Leine zu nehmen oder Leute zu schicken, um eine Umarmung zu geben, ja. Wir alle wissen, was das gemeint ist. Wir wissen ja auch, was eine jugoslawische Krawatte ist. Ja, da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Das ist eine eindeutige Drohung. Und der Typ sitzt einfach im Internet und versucht, die Leute hier zu bedrohen. Aber der Oberknaller kommt da jetzt noch, denn diese Fehde mit Aggressionsproblemen, die ging ja noch ein bisschen weiter. Natürlich hat Serhat sich da gewehrt und er hat auch das Recht dazu, Gegenschlag zu machen, wie es immer so schön heißt. Und man muss auch die Position mal sehen. Ja, der eine Typ ist ein Pressesprecher, offiziell vom Militär der israelischen Armee, die gerade in Gaza einen Zerstörungskrieg führt, während Serhat ein Aktivist ist, auf der palästinensischen Seite hätte ich jetzt mal gesagt, der eigentlich nur Influencer ist und keine offizielle Position vertritt und auch nicht zu Hass und Hetze aufruft. Zumindest ist mir das nicht untergekommen. Und dementsprechend ist diese Reaktion von Ariel Shelikar, unserem Hans Maulwurf, völlig überzogen. Und das müsste ihn eigentlich seinen Job kosten, wenn wir mal ehrlich sind. Aber in Deutschland möchte keiner der Leitmedien darüber berichten, was ich ziemlich schwierig finde. Und deswegen muss das hier verteilt werden. Also die Bitte an euch, teilt das Video, helft Serhat und helft mir, dass das bekannt wird. Denn Serhat und ich sind die Einzigen, die jetzt gerade darüber sprechen. Warum redet da keiner drüber? Das ist ein Unding. Aber wie gesagt, das geht noch eine Stufe weiter, denn jetzt fängt Aria an zu lügen, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Das ist echt urkomisch. Der israelische Tunnelgräber postet auf Instagram einen Beitrag über mich und schreibt Folgendes. Aufruf. Es gibt hier auf Insta einen kleinen Hetzer, der sich Aggressionsprobleme nennt. Ein kleiner Hetzer. Das sagt übrigens... Er sagt das. Aber lesen wir weiter. Er tut in den letzten Monaten nichts, als gegen Israel, die IDF und mich zu hetzen. Jetzt nennt er mich Terrorist. Ich bitte hiermit, ihn anzuzeigen, um einer Schließung seiner Hetzseite beizutragen. Denn er hat 1000 Beiträge, die offiziell Volksverhetzung sind. Hier beispielsweise postet er ein Bild, wo eine Israel-Fahne drauf ist, mit einer Faust, mit einer gebellten Faust, die ja natürlich für Aggressivität steht, weil sie aggressiv arbeiten. Und hier das berühmte Kreuz mit palästinensischer Flagge drauf. Das ist absolute Volksverhetzung. Und genau hier wird es ja dann tatsächlich lustig, denn auch wenn Serhat hier eine Formulierung wählt, die ich vielleicht nicht gewählt hätte, so ist unser Hans Maulwurf doch mindestens ein lügender Propagandist für den Regierungsapparat Israels. Das kann man definitiv sagen. Und ob Terrorist die Bezeichnung tatsächlich justiziabel ist, das müsste eigentlich ein Gericht entscheiden. Doch statt, dass er dann selber Anzeige erstattet, denn es betrifft ihn ja, will er seine Follower dazu anstacheln, den Kanal von Aggressionsproblemen Serhat löschen zu lassen, blockieren zu lassen, aus dem Netz verschwinden zu lassen. Das geht ja gar nicht. Also Menschen, also Dritte, können eine Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigung, wie du das auch immer auslegen möchtest, gar nicht anzeigen. Es geht nicht. Insofern müsste schon Hans Maulwurf dann selber tätig werden, die Eier in der Hose finden und dann zur Polizei und Staatsanwaltschaft gehen und selber anzeigen. Allerdings, wenn man das Ganze jetzt mal umdreht, mit der Vorgeschichte zusammenpackt, an die Leine nehmen, Leute vorbeischicken und so weiter, klauen und was da so alles im Raum war, ist ja auch unser Hans Maulwurf nicht untätig gewesen. Man befindet sich in einer hitzigen politischen Debatte und da kann es auch mal feuriger losgehen. Also ist das alles noch im Rahmen des Gesetzes, denn so hat Tobias Huch sich tatsächlich verteidigt, als er von Salim Samatou angeklagt worden ist, auf dem zivilrechtlichen Weg abgemahnt worden ist, wegen Fake News und anderer Dinge, die Tobias Huch über ihn gesagt hat. Und auch gefährlich dumm stand da im Raum und das Gericht hat gesagt, in einer hitzigen Debatte kann es durchaus mal vorkommen, dass da Worte fallen, die man in einer normalen Unterhaltung nicht hat und dementsprechend sei das alles noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Außerdem hätte man jeweils gegenseitig ein sogenanntes Gegenschlagsrecht und könnte dann entsprechend gegenargumentieren, von daher ist das Ganze alles noch im rechtlichen Rahmen. Alles andere müsste eigentlich ein Gericht entscheiden und dass ein Ariel Shelikar, Hans Maulwurf, sich hier auf ein deutsches Gericht zurückziehen könnte, lässt er natürlich völlig außer Acht. Er hetzt lieber auf seiner kleinen Internetplattform. Serhat hat meine volle Unterstützung in dem Fall, denn er hat ja im Grunde nichts gemacht. Er hat sich zur Wehr gesetzt, er hat seine Meinung gesagt. Und wenn man dann versucht, Leute sperren zu lassen, wie Tobias Huch nämlich, der hat ja das Video von Aggressionsproblemen sperren lassen, um vielleicht auch seinem kleinen Freund aus Israel zu helfen. Die kennen sich ja sehr gut. Die haben ja auch gemeinsam das Buch von Tobias Huch verfasst. Zumindest hat unser Hans Maulwurf dort einen Gastpart. Und dementsprechend ist das hier tatsächlich kritisch zu sehen, wie unser Hans Maulwurf sich im Internet
breit macht. Ich hätte euch noch tausende von weiteren Beispielen zeigen können, aber das würde in den Rahmen springen. Das Video geht auf die 20 Minuten zu. Was haltet ihr von unserem Hans Maulwurf Pressesprecher? Fandet ihr das alles gerechtfertigt? Findet ihr das in Ordnung? Sagt mir eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr das Video seht, das Video kommt Sonntag nach oben. Sehen wir uns Montag im Twitch-Stream. Ich hoffe, wir sehen uns da. Vielen Dank. Es gibt nochmal eine persönliche Benachrichtigung. Und wir sind natürlich dabei, einen Discord zu bauen. Also bleibt gespannt. Ich werde das dann auf Instagram und auch in den YouTube-Videos dann entsprechend teilen und sagen, wenn das soweit ist und wenn der online gegangen ist. Und bleibt mir gewogen. Wir sehen uns im nächsten Video.